Künstlich Nein, nee, gesagt, ich aber habe ja nur der Text sagt das wirklich nicht. provozieren wollen Ja, jetzt. der Text gibt das nicht Gibt her, es nicht her. ausdrücklich nicht. Und zwar, ich weiß und habe volle Sympathie für die christliche Theologie, das brauche ich nicht betonen. Das Christentum sagt, da ist ein böser Adam und dafür gibt es einen neuen Adam, das ist Jesus, und eine sündige Eva und da gibt es eine neue Eva Neu. und das ist eben Maria. Das ist christliche Theologie, die von Augustinus hineinprojiziert worden ist. Was gibt der Augustinus, ursprüngliche Text her? gebe ich gleich. Wenn schon, Augustinus sagt Folgendes: Wir sündigen, Augustinus, der Kirchenvater, wir sündigen alle, weil Adam und Eva sündigen. Weil, und da kommt die Erbsünde, lässt hier Aber das ist für grüßen. einen Ja. Juden doch völlig Sie ist nicht unverständlich. da. Wörtlich existiert sie nicht. Wir sündigen alle, weil Adam und Eva gesündigt haben. Also tradiert sich das Ganze auf sie und auf mich, sagt Augustinus, und auf unsere Kinder. Wie tradiert sich durch die Sexualität? Wie denn sonst? Und dann Und ist das die ist einfach eine, schlecht ja, irgendwann. da, natürlich, das heißt, das ist eine der Wurzeln der christlichen Leibfeindlichkeit. Und daher braucht das Christentum laut Augustinus zu diesem Zweck den neuen Adam, das ist Jesus und für die Mar und Die die Sünde Maria. reinigt. Ja, genau. Während der hebräische Text, jetzt komme ich zum Original, natürlich von dem Ungehorsam spricht. Das heißt, wir sind ja auch alle nicht heilig. Aber der Unterschied ist gewaltig. Wir sündigen gegebenenfalls oder sind ungehorsam wie jene, aber nicht weil. Das heißt, ich kann mich aufraffen wie Münchhausen, ich kann mich aus dem Sumpf ziehen, soll ich ja tun, soll mich selber aus dem Sumpf ziehen, soll meine Kinder erziehen oder man hat mich erziehen sollen, dass ich das nicht tue. Wie? Das ist ein Riesenunterschied, das Wie und das Weil. Die Eva im Gespräch Ja, mit der also da Schlange, wollte ich was wird denn da natürlich, verhandelt? ich wollte vorhin noch was korrigieren, der Adam sitzt keineswegs im Abseits, er ist die ganze Zeit dabei und die Krönung ist, ich will Er ist ja ein gleich, Feigling, der dazuhört und er dann nicht braucht nicht handelt. verführt zu werden, das Wort Verführung kommt nicht vor, genauso wie die Sünde. Also man möge mir verzeihen, ich will jetzt viele gute, brave Zuschauer nicht in Rage versetzen, aber er kommt wirklich nicht als Verführter vor. Er sitzt dabei und im Kapitel 3 lesen wir ganz lakonisch: Und er nahm von den Apfel und aß. Ganz einfach. Das heißt, ein sturer, nicht widersprechender, langweiliger Mitesser. So wird er uns Ich hatte ihm den vorgestellt. Apfel gegeben, Er er hätte ja hätte ja was sagen widerstehen können. müssen. Er hätte ja gegebenenfalls auf den Finger hauen müssen. Und er hätte sich auch beteiligen müssen am Gespräch. Und zwar, jetzt komme ich zu der Schlange. Im ganzen Mittleren Osten ist Schlange und Frau bis auf den heutigen Tag eine gewaltige Spannung vorhanden. Denn gegen jedes Tier, also der Löwe und der Tiger und der Elefant, kann man sich im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende schützen. Entweder auf ein hohes Dach, wenn man schon eins hat, oder auf einen Baum klettern. Domestizieren kann man die ja auch. Sogar auch, oder man kann mit dem Ohr auf dem Boden horchen, wann diese Horden, Herden anstürmen. Das einzige Tier, was traumatisch für die Frau, denn sie ist allein daheim, habe ich ja vorhin schon angedeutet. Der Jäger ist fort. Sie ist allein daheim und ich muss sagen, sie ist gewaltig ausgestattet innerlich, um 10, 12 Kinder großzuziehen, zu ernähren, zu beeinflussen. Gegen Gewalt ist sie nicht ausgestattet. Daher wäre ein anderes Thema, was macht die Frau heute in Europa, wo sie keine 12 Kinder mehr hat mit dieser ganzen Ausstattung? Das ist ein anderes Thema. Aber nun steht zisch aus dem Gebüsch, zischt die Schlange hervor. Und das ist das Trauma der Frau mit ihren Kindern. Es gibt keinen Widerstand. Jetzt kommt der Schock des Ganzen. Es ist keine die Schlange, sondern es ist der männliche Schlangerich, was eine weitere Komponente für die Mystiker und die Kabbalisten der Sexualität hineinbringt. Und dieser Schlangerich geht noch auf Erwachsen, was mich erinnert an, wer weiß, Erinnerungen der Menschheit an Dinosaurier. Tatsache, nicht von mir hineingelesen. Und der spricht natürlich mit der Frau, aber der Adam ist die ganze Zeit daneben. Nicht, dass er Aber er irgendwo ist. greift nie ein. Das ist es doch, was ich ihm vorwerfe, lieber Opa, sozusagen. Aber noch dazu steht, dass der Schlangerich, und ich bleibe beim geläufigen deutschen Ausdruck, die Schlange ist das listigste Tier, und das ist richtig. Sie ist das listigste Tier, für die Frau ganz besonders. Warum? Sie kann etwas, was wir alle möchten. Ich nehme an, auch hier bei Ihnen im Haus, wo die Schönheit so großartig kultiviert wird, sie kann Das sich hat was. verjüngen. Heute haben wir sehr alte Klapperschlange mit grauer Farbe und eine abgenutzte Schlangenhaut. Und morgen kommt sie auf einmal jung. Genau, was wir gern hätten. Also das ist für die Frau eine gewaltige Herausforderung. Und sie ist das listigste Tier, übersetzt der Luther auf Hebräisch auch so ähnlich. Und diese
Schlange wendet sich von sich aus an die Frau und nicht an den Mann. Und dann führen sie miteinander ein interessantes theologisches Gespräch über die Zukunft der Menschheit. Was ist Gott, wie wir heute auch miteinander führen. Ja? Aber die Eva begeht einen schrecklichen Fehler, wenn man den Text liest. Sie redet schön, Tachles, also über die Zukunft der Menschheit, was Gott gesagt hat, was Gott will, alles schön und gut, aber sie übertreibt die Schlange. Und das ist das Raffinierte an der Schlange. Übrigens in Klammern, auch Paulus von Tarsus hat mit der Schlange zu tun, wie er in Malta, viel, viel später natürlich, schiffbrüchig wird, geht er ans Ufer von der Insel Malta und da sofort sind die Gaffer da. Immer wenn ich was lese am Fernsehen, denke ich an Paulus, die Gaffer sind da. Und da zischt aus dem Gebüsch eine Schlange hervor und Paulus kennt diesen Griff, den der Zoologe heute noch kennt, und packt sie zwischen Kopf und Rumpf, sie hat ja keinen Hals, und sie sagen, das ist Gott, der Mann, der da mit dem Schiff gekommen ist. Da haben wir es, die Wucht der Schlange. Ne? Und er muss eine halbe Stunde sagen, bitte, ich bin nicht Gott. Also die Schlange verführt die Eva? Sie verführt sie nicht, nein, sie unterhalten sich miteinander. Sie unterhalten sich? Und ja, und die Schlange sagt, was ist das eigentlich mit eurem Gott und was sollt ihr da tun und was sollt ihr nicht tun, gehorsam? Und da übertreibt sie. Sie sagt, ach, wir leben da wie in Hollywood, wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind die wir, ich und der da, er ist dabei, der Adam. Wir sind die Herren des Ganzen, aber wir sollen die Frucht von dem einen Baum, es gibt tausend Bäume, die sollen wir nicht essen und nicht berühren. Bang. Und das ist der Fehler. Denn vom Berühren war nie die Rede. Und da entsteht eine wundervolle rabbinische, talmudische, kabbalistische Diskussion. Warum hat sie das getan? Von Verführen ist immer noch nicht die Rede, wird auch nicht sein. Also, und da die Schlange, die listige Schlange sagt jetzt, wieso? Da, schau mal, ich rühre es an, du rührst es an, ist nichts passiert. Und das ist das mit der Sünde auch heute überhaupt. Wenn du einmal die Schallmauer durchbrichst, mach einmal einen kleinen Versuch mit Drogen oder sonst was oder mit der ersten Geschlechtsverkehr oder sonst was. Wenn die Schallmauer durchbrochen ist, sind alle Wege offen. Da schau, sie isst also von dem Apfel, obwohl sie übertrieben hat und die Rabbinen diskutieren, warum hat sie übertrieben? Hat Adam sie falsch aufgeklärt? Hat er vielleicht übertrieben? Dann sagen andere Rabbinerschulen, nein, so viel Witz trauen wir ihm gar nicht zu, dass er übertrieben hat. Sie hat übertrieben und daraufhin isst sie von dem Apfel, und das habe ich vorhin schon erklärt, es war kein Apfel, es war die Feige, und sie gab ihm von der Frucht, von Verführung ist keine Rede, und er nahm die Frucht, er aß und fertig, der fröhliche Mitesser. Wir haben noch ein paar Minuten, lassen Sie uns noch auf die Entdeckung der Sexualität, der Scham kommen. Sie haben das schon angesprochen. Ja. Ist mit dem Essen dieser Frucht sozusagen die Sexualität in die Welt gekommen? Nein, ausdrücklich nein. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, dass es plötzlich aus heiterem Himmel heißt, und sie sahen, dass sie nackt waren. Ja, Nein, es hat vor dem Fruchtessen, vor dem Frucht, ganz unabhängig davon. Aber was mir wichtig ist, und für unsere Generation und für deutsche Leser vielleicht ist es unverzichtbar, darüber zu sprechen, dass Gott nachher kommt und da sehen wir wieder eine Metapher. Und Gott macht einen Spaziergang im Garten Eden. Das soll man nicht, bitte nicht wörtlich nehmen. Nee, der ist nicht genau so wie die am Schöpfung, Stock rumgegangen. Genau wie die Schöpfungsgeschichte eigentlich eine effektiv Evolutionsgeschichte ist. Ganz wunderbar. Aber es ist keine Zeit jetzt. Also Gott spaziert den Garten, das heißt, es rührt sich in dir, in Adam, in Eva, es rührt sich was, nicht wahr? Und da sagt Gott, Adam, wo bist du? Frag nicht geografisch, sondern, Flemmer, was ist denn los mit dir? Und zu ihr sagt er, was hast du getan? Wie später zu Kain, wo ist dein Bruder? Und da sagt Adam, das möchte ich nur lakonisch noch sagen, anstatt zu sagen, ich bitte um Entschuldigung. Und das war der Witz. Habe ich Blödsinn gemacht. Ja, genau. Kain, und deswegen ist das Kainszeichen kein Schuldzeichen, sondern ein Bewährungszeichen, weil der schon ansatzweise um Vergebung gebeten hat. Adam sagt, das Weib, das du mir gegeben hast, gab mir von der Frucht und ich aß. Das ist das Infame und das ist wichtig heute für jeden Mann eigentlich zu lesen. Er sucht Sündenböcke und da hat er gleich zwei, Gott selber und die Frau. Und die Frau. Und dann ja, gehen sie aus dem Paradies hinaus, dann wohnt Adam Eva bei und es entstehen also die Kinder, weil ja natürlich der Spruch weiterhin gilt, vermehret euch und ihr werdet also sozusagen die Erde bevölkern. Das ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt und ich habe da viel geforscht in allem. Abschließend noch sagen. Jawohl. Pru oder wo mil urta aretz. Das heißt, seid fruchtbar, mehrt euch und füllet die Erde.
im ganzen ersten Buch Moses ist kein Gesetz, überhaupt keins. Mhm. Und ich glaube, dass auch das kein Gesetz ist und kein Befehl ist. Es ist kein Befehl, da einander zu lieben. Es ist kein Befehl, da einander zu hassen. Das kann man ja gar nicht. Es sind Möglichkeiten. Es ist ein Segen. Es ist in der Wüstenei. Die Erde war wüst und leer. Kinderkrankheiten, Frauensterblichkeit, furchtbar, Dürren, Überschwemmungen. Es ist ein Segen, dass sie Kinder bekommen haben. Es ist anders wie heute, nicht? Also seid fruchtbar und mehr und füllet die Erde, aber nicht überfüllet sie. Das ist unsere Verantwortung. Lebt in der Verantwortung auf dieser Erde. Ich bedanke mich, dass Sie auch so weit ausgeholt haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben gesehen, der alte Adam gibt immer noch sehr viel her. Herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht.